Komm ich da rein? Ich komme da rein. Will ich hier rein, ist so eine andere Frage. Okay, das Wasserrad hier dreht sich. Hat sich das vorher auch gedreht? Ich weiß es nicht. Da haben wir eine Plattform. Mit Gedöns. Ich habe keine Ahnung, da scheint irgendwie Wasser von unten zu kommen, wenn ich das richtig sehe. Ne, sprudelt einfach nur so ringsherum. Okay. Ich finde ihre Schuhe toll, ne? Dass halt die Sohle so gelb aufleuchtet und sowas. Das ist, ja. Tolle Schuhe. So, hier hätte ich weitere Brennkanister. Ich sag aber nicht, ich muss das irgendwie im Werfen abballern oder so. Ah. Na gut, jetzt geht das Wasser halt wieder runter, ist klar. Ah, okay. Kannst es also nicht mitnehmen zum Schwimmen. Ist in Ordnung. Gut. Kann ich das denn... Müsste ja, ne? Das einfach draufwerfen auf die Plattform? So. Bleibt auch drauf, sehr schön. Dann lassen wir nochmal das Wasser da los. Da kann ich ja nicht hoch, ne? Doch, könnte ich auch. Guck mal, da gibt es sogar einen Schatz. Oder ein Relikt oder whatever. Ressourcen. Geil. Okay. Kann ich hier irgendwas mitmachen? Nee. So. So ist es gedacht. Okay. Jetzt müsste ich durchschwimmen können. Bist du sicher? Bist du ganz sicher? Okay. Was haben wir jetzt hier Feines? Hier musst du hochklettern? Nee, das geht nicht. Schade. Sah ein bisschen so aus wie so eine Kletterwand zum Haken reinhaken. Nur halt in kleiner und feiner. Aber nö. Okay, da soll ich wahrscheinlich Wasser durchlassen gleich. Das müsste mehr als genug Öl sein, um die Gänge da unten zu beleuchten. Aber Vorsicht beim Transport. Wir haben den Raffinationsprozess noch nicht perfektioniert und es ist noch explosiv. Du kennst den Mann, der den Bau überwacht. Wie wir alle. Ohne seine Kenntnis der Erde hätte keiner von uns die schwierige Reise überlebt. Halte dich nicht auf. Und wenn er nach Frau und Kind fragt, stell dich dumm. Er will nicht akzeptieren, dass sie bei unserem Exodus gestorben sind und rechnet täglich mit ihrer Ankunft. Wir brauchen seinen Verstand. Und wenn er die Wahrheit einsieht, verlieren wir ihn. Manchmal frage ich mich ja, wer das hier alles geschrieben hat. Wo halt dann der Zusammenhang ist und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, das kriegen wir dann irgendwo auch noch raus. Da oben ist auch noch was. Ressourcen? Oder so? Jo. Okay. Und hier müssen wir halt auch nochmal so ein Dingens hinbringen. So ein Ölkanister oder so. Benzinkanister, wie auch immer. Guck mal, da ist eine Kiste. Mit meinem Inhalt. Was haben wir hier? Aufmachen. Aufmachen, sofort. Polizei. Ach ne, Lara Croft. Okay. Soll ich jetzt wirklich einen hier rüberschmeißen? Ich meine, klar, kann ich machen, ne?
So, ich kann oben ja auch nochmal gucken. Ich gucke mal ganz kurz. Nicht, dass ich hier Dokumente und sowas versehe. Das muss ja nicht sein. Mein Schatz, ich hätte längst schreiben sollen, aber ich hatte so viel Arbeit. Wenn du kommst, wirst du ein Heim haben, mit allem Komfort, den wir aufgeben mussten. Eine große Aufgabe liegt vor uns, den Bau einer Frischwasserleitung zu unserem Volk zu planen und beaufsichtigen. Aber all meine Mühe wird sich gelohnt haben, wenn ich dich und die Kinder wiedersehe. Wir werden hier eine neue Welt erschaffen, die alles bietet, was du aufgegeben hast, um mir zu folgen. Es wird nicht umsonst gewesen sein, solange du und ich zusammen sind. Ja, verliebt sein muss schön sein. Okay, Griechisch Level 3, yay. Okay, ja, wie gesagt, halt hier mal so ein Kanister nehmen, den mal versuchen, irgendwie ganz gekonnt, ja, mit Laras Weitwurfkünsten mal rüber zu schmeißen. Das ist so in etwa. Ja. Das mit dem Weitwurfkünsten, das üben wir nochmal. Das hat ja so jetzt noch nicht so richtig geklappt. Ich glaube, so weit kann sie wirklich nicht werfen. Ist wahrscheinlich auch einfach nicht so vorgesehen. Nee. Schafft sie nicht. Ich meine, sie kann schon sehr weit werfen. Muss man einfach mal ihr sagen, ja? Oder ihr lassen. Was ich hier nochmal ganz kurz will, ist hier mal rein, um zu gucken, ob ich da nochmal irgendwo so eine obere Nische oder sowas gesehen habe, wo vielleicht... Ah, nee, okay. Ich würde sagen, wo dann vielleicht unter Umständen noch ein Dokument sein könnte oder so. Weißt du gar nicht, wird mir das hier auf der Karte angezeigt? Nein. Okay. Gut. Oder halt auch nicht. Es muss ja jetzt hier irgendwo was geben, mit dem ich dann hier die das Tor da hinten aufmachen kann, ne? Ja, auch nicht. Hm. Wie kriege ich hier sowas Explosives rein? Mit dem Floß ist ja auch eher unwahrscheinlich. Kann das Floß irgendwie bewegen? Glaube ja nicht. Ich kann halt nicht in die Lücken hin, wo es sich halt verkantet hat. Dann nicht. Was ich aber mal probieren könnte. Ob das so gedacht ist, ist so eine andere Frage. Ich glaube auch nicht, ob das so machbar ist. Dass wir das von hier aus irgendwie ganz gekonnt reinschmeißen. Mit Laras Wurfarm 3000. Ja, nee. Kommt gar nicht weit genug. Okay. Und da sinkt der Kanister. Okay. Dann muss es eine andere Möglichkeit geben. Irgendwas mit dem Wasserrad vielleicht? Wasserränder an der Wand. Der Pegel verändert sich. Bäh. Vom Wasserrad erschlagen. Gut, dass wir an das Detail gedacht haben. Okay. Ist jetzt auch nichts weiter, was ich da machen kann, ne? Ja,
Nee, sieht nicht danach aus. Okay. Okay, diese Stelle ist dann irgendwann gedacht zum... Ach. Okay. Das könnte ich jetzt nochmal ausprobieren. Dass wir hier... Vielleicht nochmal einfach den Wasserpegel steigen lassen, indem wir... da nochmal am Hebel ziehen. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Pack das mal aus welchem Grund auch immer da nochmal drauf. Keine Ahnung, ob das einen Sinn und Zweck hat. Das werde ich dann herausfinden. Zielen. Nein. Aber ich denke mal, so in etwa ist es vielleicht gedacht. Dann muss es halt nur noch klappen. Mit den Nachbarn. Oder man wirft es dann da rein. Stand nämlich eben jetzt gerade einfach zu nah vor der Mauer, das halt einfach nicht ging. So. Haha. Ja, hat geklappt. Haha. Raffiniert. Raffiniert. Okay. Zack. Bums. Und das Wasser steigt weiter. Und damit müssen wir jetzt laut Musik das Rätsel gelöst haben. So, wie komme ich jetzt hier raus? Ach, nö. Achso, ja klar, ich kann ja da lang. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Und sie versucht, ihr Haar zu trocknen. Einfach Spuckwasser den Haaren runter friemeln lassen. Ja, somit erodiert aber auch weiterhin alles, ne? Und alles wird weiterhin sehr schnell erodiert sein und vernichtet sein, was hier an Gestein ist, ne? Will ich ja nochmal erwähnen, Lara. Aber gut. Dann ist es so. Wer hat diese LED-Lampe dahingestellt? Das ist ein altes Manuskript über die Gaben der Erde. Natürlich Instinkt. Aha. Ressourcen in der Nähe erscheinen automatisch auf der Karte und leuchten, wenn sie in der Nähe sind. Ah, okay. Okay. Ja, ich finde halt schön, wie halt dann auch erstmal so ein Licht aufleuchtet von dem Buch aus. Ja, deswegen dachte ich halt gerade, ne, wir hatten hier das LED-Licht hingestellt. Ne, es ist wie in Zelda, ne? Sämtliche Kisten haben dann irgendwelche LED-Leisten innen drin und leuchten einen dann erstmal von innen an. So. Ah ne, ich muss ja nicht unbedingt ans Lager. Hallo, Lara? So, und jetzt kommen wir die eine Richtung hier raus, ne? Hoffe ich. So. Haben wir das Grab geschafft? Bin ich schon fast ein bisschen stolz auf mich, aber nur fast. Genau, wir waren da. Wir wollten hier noch landen. Ne? Hier geht es wahrscheinlich einfach raus. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Sieht soweit ganz gut aus. Immer diese Megasprünge hier.
Mega Sprung, Sprung, Sprung. Okay,